Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, meinte einst Karl Valentin, der ja unweit etwa 300 Meter von hier familiäre Wurzeln hatte. Die Eltern wohnten in der damaligen alten Post, bevor sie nach München übersiedelten. Valentin, ein genialer Humorist, dessen eigenwillig geisternde Komik surreale wie auch collagehafte Züge in seinen Wirklichkeitsfantasien trug. So gesehen besitzen wiederum surreal anmutende Collagen reichlich Wirklichkeitseffekte und in ihrer zum Teil aufreizenden Farbigkeit sind sie allemal anders, ja vielfach besser als diese visuellen Umweltverschmutzungen, dieser zuweilen hanebüchende Unsinn, der uns da öffentlich anglotzt. So begrüßen Frau Gabriele Watteroth und ich alle, die gekommen sind in diese kleine Zittauer Oase der Stille, der Farben und des Lichtes. Herzlich willkommen. Ihre Arbeiten leben von einer besonderen dokumentarischen Optik in Verbindung mit dominanter Farbigkeit. Da geht es um Reelles, Politisches, auch Emotionales. Teilweise gewürzt mit Humorigkeit, wie etwa in dem Stück Sündenfall ohne Folgen. Oder schrillfarbig erscheint der Welterlöser Jonathan Mese. Dieser Kunstdiktator ist eigentlich ein Kunstzertrümmerer, der alles Scheiße findet außer sich selbst. Entschuldigen Sie die Wortwahl. Aber ich habe das auch nur abgeschrieben. Sag's ehrlich, denn ich lese ja hier nicht die Doktorarbeit. Dagegen brilliert Loriot, das ist ganz dort hinten, als Cäsar des leisen Humors und noblen Anstands, jenem liebenswerten Anstand mit Ungeschicklichkeitssyndrom. Und deshalb Loriot verehrungswürdig. Verehrungswürdig in stiller Nachhaltigkeit, eine Hommage auf Frau Gabriele Großhans, der Seele des Heinewalder Schlosses, die bald nach Beginn der dortigen Ausstellung von Frau Watteroth 2011 ganz plötzlich und in ihrem Schloss still verstarb. Diese eigenartige Lebensführung inspirierte zu einer Art Epitaph auf diese engagierte und umtriebige Schlossherrin. Ebenso erkennen wir den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky, eine etwas bissige Persiflage, Opfer können auch zu Tätern werden und das nicht nur im Bereich der Literatur. Erinnert sei an die Verrissduelle mit Günter Grass und Martin Walser, oder dem Eklat mit der Kritikerkollegin Sigrid Löffler. Kunterbunte Lebensentwürfe und zuweilen, man glaubt es kaum, sind derartige Vordergrundsleute zerbrechlicher als das Leben selbst. Ja, Frauen sind neugieriger und kommunikationsaktiver als Männer. Vielleicht. Aber betrachtet man die optische Vielfalt dieser Collagen, man könnte es glauben. Optisch verwendet die Künstlerin kaum gedruckte Vorlagen, vielmehr eigenes Material. Und die Collagen sind mehr gemalt als montiert. Ausgangspunkte für ihre Inhalte sind Begeisterung und Emotionalität, Respekt und Verehrung einer Persönlichkeit, Fassungslosigkeit und Betroffensein. Dann mal Widerspruchsgeist, Ironie und ganz persönliche Seh- und Betrachtungsweisen. Und dann sind da die Politiker. Angela Merkel als erste Frau Deutschlands, die sich behauptet. Behauptet, auch wenn diese Banken im Hintergrund wackeln. Naja, noch stehen sie ja. Obama, der erste Schwarze im Weißen Haus. Unser Lokalpolitiker Zittaus Oberbürgermeister Ang Vogt in Person und als Grenzgänger. Das ist dann hier um die Ecke.
Vielseitig interessiert, wie sie ist, wollen wir auch die Musiker und Liedermacher Reinhard May, Konstantin Wecker oder Robert Haas nicht unerwähnt lassen. So sind die mehr gemalt als montierten Bilder auch eine Art Weltanschauung, eine ganz persönliche Anschauung ihrer Welt, bildkünstlerisch eben. Und immer und überall ist für den aufmerksamen Betrachter auch noch so ein Dahinter vergraben und zu finden. Denn auch der Betrachter schafft Kunstwerke neu, aber eben auf seine ureigene Betrachtungsweise. Und das besondere Spiel mit den farbigen Malmitteln, den optischen Materialien, der anspielerische Umgang mit den Bildtiteln, das alles gibt jeder Arbeit Eigenwert und Charakter. Zwei Zittau-Ansichten bilden einen heimatlichen Bezug und inmitten aller Szenerien setzen locker abstrakte Farbstiftzeichnungen einen spritzig bunten Kontrast und zeigen, sie kann auch sowas. Wir sind dann ganz dahin. Die Frauen haben heute fast unendlich viele Möglichkeiten, auch in der Arbeitswelt. Freilich, ob es nun immer das Geld bringt, mag dahingestellt sein. Aber was machen sie, die Frauen? Sie machen sich schön. Andere spielen mit dem Verrücktsein wie Lady Gaga oder geben sich schrill wie Nina Hahn. Aber Frau Watteborn ist anders. Sportlich, selbstbestimmt bringt sie das Abenteuer Kunst auf ihre Seite und es gelang. Künstlerisches Freisein und ein bisschen feine Sportlust muss sein. Vielleicht mehr als andere Künstler der Region hat sie Auge und Ohr am Zeitgeist. Gesellschaftspolitischen Sprengstoff verbildlicht sie zum Teil schrill oder ironisch. Eben collagehaft. Sowas hat ja Tradition, eine uralte kann man schon sagen. Eben den Zeitgeist, Torheiten, Absurditäten, Dummheiten den Leuten auf künstlerische Weise sichtbarer zu machen. Da bewegt sich so manches höchst eigenartig schon auf den Bildern eines Hieronymus Bosch. Volkstümlich derb bei Peter Bruegel und collageartig verdichtet glänzen die morbiden 20er Jahre bei George Gross. Manches ihrer Stücke sind wie eine Aufforderung zum Sehen, erscheinen fast menetekelhaft vor dem Auge des Betrachters. Wie eine ironische Attacke gegen alltägliche Mittelmäßigkeit, Beliebigkeit und die fast unausstehliche Lapprigkeit des sogenannten gehobeneren Kunstbetriebes. Dann sind da auch poetische Erzählcollagen, die Zeit und Erleben ideenreich, malerisch und materialmäßig auf jenem stets bildkünstlerisch geheimnisvollen urweißen Malgrund farbig zusammenfinden und entstehen lassen. Bilder als eine Art aufklärender, auch verklärender Haltung, auch Unterhaltung, im besten Sinne, versteht sich. Und das alles sehr persönlich. Es sind Verbildlichungen ohne meandernden Tiefsinn, mehr so, als will die Bildkünstlerin etwas mit dem Betrachter plaudern, neugierig machen, in Betrachtungsstimmung bringen. Und jenes dahinter entpuppt sich dann überraschend als ein Tupfer ernst heiterer Ironie. So sind diese Collagen auch gedankliche und handwerkliche Fleißarbeiten. Wie schon gesagt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Und anschließend folgt nun die Betrachtungsarbeiten von Ihnen, verehrtes Publikum.
Und ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt dazu alle fein unterrichtet und vorbereitet. Vielen Dank.